Willkommen, willkommen, Freunde des WWCs. Wir befinden uns in der nun letzten Partie gegen Silverlands und wieder mal spielen wir mit dem Imperium, wieder einmal gegen die Gruftkönige tatsächlich. Und ich habe hier auch wieder meine Feuerarmee dabei, die hier vorne den Einheiten Feuerschaden geben soll. Ich habe es jetzt ein bisschen umgeändert. Marcus Wolfhard ist jetzt dabei, habe jetzt dementsprechend auch hier einen Musketenschützen weggenommen und dafür einen Speerträger mehr. Mal gucken, was es bringt. Theoretisch kann ich eigentlich die Linie sogar ungefähr so ziehen, weil die Gruftkönige keine guten... Also, wenn er vielleicht einen Schattenmagier dabei hat, dann müsst ihr mal gucken. So, ich bin auf jeden Fall ready. Dann good luck, have fun. Hoffen wir mal, dass wir hier mit einem schönen 2:0 rausgehen. Denn das brauchen wir. So. Okay, das macht ihnen so gut wie gar keinen Schaden. Ja, das war ein ganz netter Treffer. Machen wir es mit den Krufttypen da vorne weg. Gut, wir werden auf jeden Fall nichts mit irgendwelchen Problemen zu tun haben. Das heißt, wir können sofort mit unserer Infanterie nach vorne und mit unserer Kavallerie an die Flanken. Wow, das war ein heftiger Treffer. Nein! Ah, fuck. Jetzt ist er gut ausgewichen an der Stelle. Hä? Was zum... Er ist doch genetzt? Okay. Das ging leider daneben. Okay, weiter zurück, weiter zurück. Weiter über die Flanken. So, Feuermagier. Bitte einmal eine lustige Aktion dieserseits. No, no. Oh no, wir wollen schon unsere eigenen Einheiten brutzeln. Oh no! Oh no! Oh no! Warum geht das durch unsere eigenen? Verdammter Feuerschädel, das gibt's doch nicht. Ich habe echt kein Glück mit diesem Mist. Okay, das war weniger erfreulich. Wo ist sein General eigentlich? Ich glaube, der ist schon tot. Okay, wir müssen die hier zurückziehen. Ganz großes Chaos. Wir haben tatsächlich unsere komplette Infanterie an diesem einen Feuerschädel verloren. Das ist richtig bitter gewesen. Das ist richtig, richtig bitter. Eieiei. Und diese verdammten Geier, die müssen jetzt auch mal langsam sterben hier. Na, wir müssen abwarten. Wir könnten hier einen schönen Feuerschädel machen. Bleibt mal stehen, Leute. Das hat ganz gut gesessen. No escape!
Oh, jetzt werden die Ushabtis beschworen. Okay, müssen wir da wegplänkeln. Wir brauchen euch noch. Okay, Marcus Wolfhard kann vorerst gegen die Ushabti kämpfen. Das ist unsere zweite Kavallerie, die wird verfolgt. Ein schöner Charge in den Rücken. Kann auch mich entzücken. Hier bitte mal die aufhalten. Nicht mehr plänkeln. Geht hier bitte rein. Denn das muss sein. Hör auf zu rein, du kleines Schwein. So. Ah gut, wir haben es geschafft. Ich muss sagen, ich habe wieder nicht so gut gespielt, wie ich das gerne gehabt hätte. Aber man muss sagen, es hat aber auch wieder funktioniert. Ich weiß nicht, ob das jetzt an der Armee von meinem Gegner lag. Aber ja, ich glaube, der Spieler, der ist ein bisschen neuer, wobei der eigentlich nicht schlecht gespielt hat. Also gerade wo der Feuerschädel reinkam, der hat ja echt meine eigenen Truppen hauptsächlich vernichtet. Ich weiß gar nicht, ob der hier auch hochtickert, wenn er meine eigenen killt. Aber das war schon bitter. Also hier, die haben halt alle überhaupt kein Damage gemacht. Boah. Schlechtester Feuerschädel von mir, den ich je gesehen habe. Das hätte mich fast das Spiel gekostet. Aber zum Glück habe ich seinen Lord und so weiter relativ schnell wegbekommen. Totaler Overkill hier wieder von Kanonen, wobei die eigentlich sich in Summe sogar ausgezahlt haben. Das Luminarch wieder nicht ganz so. Also hat er auch noch gelebt. Es hatte sogar noch ein paar Schuss gehabt, darf man nicht vergessen. Und selbst die Schüsse in die Infanterie sind trotzdem nicht schlecht. Hat fast ein halbes Bataillon auf dem Gewissen gehabt. Naja. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Jetzt muss er picken. Wir sind jetzt in der Bitterebene. Zack. Ja. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Da werde ich dann auch mal einen kurzen Abriss dazu machen, wie es jetzt aktuell steht. Denn so wie es jetzt sich vielleicht anfühlt, weil ich jetzt die letzten Partien gewonnen habe, so gut ist es leider nicht. Es ist gerade ein ziemliches Glücksspiel, von dem ich fast schon ausgehen könnte, dass ich dieses Glücksspiel verliere, weil generell auf Glück sich zu verlassen, hat sich bei mir noch nicht wirklich ausgezahlt. Aber ich will jetzt nicht pessimistisch am Ende dieses schönen Sieges sein. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Drückt mir die Daumen. Und bis dahin, bye bye.